Ich bin Sabine Andresen und bin Kindheits- und Familienforscherin. In Frankfurt an der Goethe-Universität bin ich seit 2011 tätig auf einer Professur für Sozialpädagogik und Familienforschung am Fachbereich Erziehungswissenschaften. In Heidelberg habe ich promoviert und an der Universität Zürich wurde ich habilitiert. Ich bin danach an die Universität Bielefeld gegangen, die schon allein architektonisch sehr viele Möglichkeiten des interdisziplinären Austauschs bietet. Von daher freue ich mich jetzt auch sehr über meine Möglichkeit, als Goethe-Fellow am Forschungskolleg Humanwissenschaften tätig werden zu können. Mein Erkenntnisinteresse möchte ich in zwei Sätze bringen. Ich interessiere mich dafür, was das Besondere des Kindes als Kind und damit das sehr spezifische dieser Lebensphase Kindheit ist und das in theoretischer, empirischer und historischer Perspektive. Ich habe eine größere DFG-Studie beispielsweise zu Janusz Korczak gemacht. Ich interessiere mich aber auch dafür, was das Allgemeine des Kindes als Mensch kennzeichnet. Und diese zwei Erkenntnisinteressen versuche ich in meinen Forschungen miteinander zu verbinden. Ich forsche zu Kinder- und Familienarmut, zum Wohlbefinden von Kindern, dies auch in international vergleichender Perspektive. Ich forsche zur Gestaltung und Herstellung von Übergängen in der Kindheit und kann mich da auch einbringen in das DFG-Graduiertenkolleg Doing Transition. Was mich anleitet in meiner Forschung ist auch ein Beitrag für die gesellschaftliche Diskussion über die Interessen, Rechte und Bedarfe von Kindern zu leisten. Als Goethe-Fellow möchte ich aber insbesondere anschließen an meine Forschung der letzten Jahre zur gesellschaftlichen Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Seit 2016 arbeite ich als Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und wir haben den Auftrag, dieses Gewaltphänomen, das sehr häufig verschwiegen wurde, das vertuscht wurde, verdrängt wurde, bagatellisiert wurde und damit den betroffenen Menschen ein großes Unrecht geschehen ist, diese Gewaltdynamik aufzuarbeiten. In meiner Zeit als Goethe-Fellow möchte ich hier eine generationale Perspektive einnehmen. Ich will untersuchen und ein Forschungsprogramm entwickeln zu Gewalt in generationalen Ordnungen und werde hier insbesondere auf Kindheit und Alter blicken. Ich glaube, dass das sehr aufschlussreich ist, dass das auch eine wichtige Perspektive ist und ich hoffe sehr, dass ich mit vielen am Forschungskolleg in Bad Homburg auch in Kontakt kommen kann und ins Gespräch kommen kann. Ich freue mich darauf und hoffe, dass es bald die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch gibt.